Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch hier ganz, ganz herzlich wieder bei Cosmic Matrix zum Liebesreading für diese Woche. Ihr kriegt nächste Woche wieder eins. Bei mir ist jetzt die Prüfung vorbei und ich danke euch für die Geduld. Ich habe mich ja so ein bisschen zurückgezogen zum Lernen und ich habe die Prüfung zur Yoga-Therapeutin bestanden und bin total happy und erleichtert und danke euch allen, die die Daumen gedrückt haben. Genau, und ihr dürft es jetzt bei mir, auch wenn ihr hier in der Nähe seid und zu mir kommen könnt, buchen und mit dieser tollen Art, ganzheitlich, mit Yoga-Hintergrund an Themen arbeiten. Es ist sehr, sehr spannend, was da passiert. Jetzt bin ich aber wieder hier für euch mit dem Liebesreading. Und was gibt es noch für mich vorneweg zu sagen? Genau, wir haben am 15. März unser Vision Board Workshop für euch mit meiner Kollegin Nima Soraya, die ist Feng Shui-Meisterin und auch Transformationscoachin. Wir arbeiten da zusammen in dem Workshop mit euch und erstellen ein wunderschönes Vision Board. Und da kannst du dich gerne noch anmelden. Es ist ein Sonntagnachmittag von 14 bis 18:30 Uhr. Vielleicht möchtest du noch mit dabei sein und deine Visionen für 2020 aufs Papier bringen und auch mal in den Genuss von der Quantenheilung und einer neuen Heilmethode kommen. Genau, wir würden uns freuen. Wir freuen uns auf dich, wenn du kommst. Bist du herzlich eingeladen, dabei zu sein. Ja, jetzt komme ich zu diesem Reading hier. Stell dir das vor, was ich hier aufgebaut habe. Und zwar hier oben haben wir wie immer die übergeordnete Botschaft für alle. Dann haben wir hier Stapel 1, Stapel 2 und Stapel 3. Und hier oben bist jeweils du in der oberen Linie, wo die rosanen Karten jetzt sind. Und unten gegenüber ist immer dein Partner, egal ob männlich oder weiblich, egal in welcher Beziehungskonstellation ihr seid. Und beim ersten Stapel kannst du hier den Rosenquarz wählen, beim zweiten Stapel den Malachit und beim dritten Stapel haben wir den Amethysten zur Auswahl. Hier habe ich an der Seite nochmal Karten, die lege ich nachher zwischen euch. Ich werde mich verbinden und medial die Antworten für euch kommen lassen. Also ich habe mich auch schon verbunden, aber die Antworten kommen nicht aus unbedingt aus dem Beipackpapier von dem Kartenset, sondern die kommen auch von meiner Intuition für euch durch. Und welche auch eigentlich vom geistigen Heilen her kommen, werde ich die einfach intuitiv deuten und versuchen darzustellen, was sich hier zwischen euch zeigt. Wir gehen ja auch bald in den Frühling hinein, ja. Im März haben wir dann 21.03. Sind die Tage gleich lang wie die Nächte, da ist auch wieder ein spannender Energie. Da gehen wir jetzt auch langsam hin und im Frühling kommt. Bei uns blüht hier auch schon so einiges auf. Ich habe schon gelbe Knospen an Bäumen gesehen und Krokusse und Schneeglöckchen. Ja, der Frühling kommt immer mehr in unsere Richtung. Wenn du möchtest, kannst du dich so ein bisschen eintunen mit mir zusammen. Setz dich dafür gerne aufrecht hin. Und atme ein paar Mal ein und aus und spür dich einfach. Und dann lass deine Intuition entscheiden, wenn du die Augen geschlossen hast, ob links, Mitte oder rechts für dich von den Kartenstapeln nach vorn kommt. Und wenn du möchtest, können wir da gleich mal starten. Genau, dann atme mal durch, setz dich gerade hin. Spür dich, ich werde die Klangschale berühren. Hier geht's jetzt los. Die Schale klingt immer noch ganz leise. Weiß nicht, ob ihr das noch hören könnt. Genau, dann hoffe ich, du hast jetzt eine Auswahl getroffen, einen Kartenstapel oder einen Stein für dich gewählt.
Bleib da dabei. Ich werde jetzt mal mit der übergeordneten Botschaft anfangen und du findest die Karten sowie die Links zu mir alle in der Videobeschreibung unten drunter. Hier haben wir mal die erste Karte für uns alle. In der nächsten Woche gibt es hier nochmal die Kraft der Vergebung, die hier wirkt. Du siehst hier wie diese Wasserfälle, die sich aus dem Himmel ergießen, ja, aus der himmlischen Quelle. Und hier unten, ja, da kommt dann so ein Loslassen, so eine Reinheit wieder zustande. In der nächsten Woche wird nochmal etwas vergeben. Es gibt Erleichterungen dadurch. Es kann sein, dass vielleicht mehr Freude dann fließt, dass in dir es wieder heller wird, dass du ein Thema jetzt nochmal verzeihen kannst, loslassen kannst und in dir da wieder ein Stück weit mehr Frieden kommt. Ja, es ist wie so ein Reinwaschen deiner Seele. Ein Thema, wo ein alter Schmerz ist, wo noch ein Groll war, wo du festgehalten hast, geht wieder in die Lösung. Also es kann sich lösen. Ja, da kommt unterstützende Energie vom Universum, die uns hilft, loszulassen und in die Vergebung zu gehen. Denn wenn wir vergeben, dann geht es gar nicht so sehr darum, die andere Person, der wir vergeben oder um welche Situation es sich auch immer handelt. Es geht da darum, dass wir dann in einer besseren Energie sind, wenn wir vergeben haben und wir wieder Freude empfinden können. Also wenn du sagst, du gehst in die Vergebung, dann machst du dir selbst die größte Freude damit. Ja? Und vielleicht ist für manche auch spannend, mal mit dem Ho'oponopono zu arbeiten. Ja, was für dich auch immer funktioniert, wo dein Herz einfach wieder frei fließen kann und der Ballast und was du mit dir herumgetragen hast, wieder gehen kann. Ja, ist doch schon mal eine schöne Energie zu Beginn. Dann haben wir hier heute mal den Erzengel Gabriel dabei. Ich schwöre euch, das habe ich nicht so ausgesucht. Das hat die geistige Welt ausgesucht. Thema ist Vision Board. Ja, ist jetzt derzeit wichtig, dir klare Ziele zu setzen. Wo willst du hin? Was möchtest du erreichen? Das sind die Ziele, ja? Wenn du in das Loslassen gekommen bist, in die Vergebung, dann kannst du dir noch viel klarer und besser überlegen, wo möchte ich jetzt hin, ja? Mach dir ein Vision Board, arbeite damit, deine Visionen zu Papier zu bringen, ja? Und du kannst da deine Gedanken oder Wörter aufschreiben oder Bilder finden. Und wenn du Lust hast und in der Nähe von München bist oder ein bisschen fahren willst, kannst du das sogar mit uns zusammen in einer kleinen Gruppenarbeit an einem Sonntag machen. Das ist echt spannend, dass sich das Vision Board hier auch zeigt. Genau. Dann haben wir noch von den Drachenkarten eine Botschaft. Und da schauen wir mal, was da kommt. Die Leichtigkeit kommt zurück. Also ich kriege hier wirklich, wir hatten ja jetzt so ein paar Wochen, wo wirklich große Lichtanstiege waren und viele auch berichtet haben. Also ich habe nur wenige Personen getroffen, die gesagt haben, dass sie das jetzt nicht irgendwie als anstrengend empfunden haben die letzten Wochen, sondern die meisten haben eigentlich wirklich wie im Schleudergang gesteckt und es sind sehr viele Inputs von außen gekommen, die Dinge, die einen durchgeschüttelt haben. Aber was das Schöne ist, jetzt scheint hier, sage ich mal, eine Besserung in sich zu sein. Ja, wir haben uns da an die neue Energieschwingung hier angepasst und wir können jetzt wieder mit mehr Leichtigkeit in unseren Tag hineingehen. Und deine klare Entscheidung für Leichtigkeit unterstützt das Ganze natürlich, denn hier heißt es auch, ich entscheide mich jetzt dafür, dass mein Leben unbeschwert und leicht sein darf. Ja? Und das passt auch sehr gut mit dem Thema Vergebung. Wenn du sagst, ich vergebe, ich lasse los, ich möchte, dass es mir wieder gut geht und deswegen gehe ich in diese Vergebungsenergie, was das Geschenk für dich ist, ist die Freude und die Leichtigkeit, die dann bei dir wieder einziehen, ja, Einkehr halten. Wunderschön, die Leichtigkeit und vielleicht möchtet ihr euch ein Vision Board machen. Ich weiß, dass immer mehr Leute mit Vision Boards arbeiten. Ich glaube auch die Paktopra und wie sie alle heißen, die ganzen ja, Bestseller-Autoren, die man so kennt, Coaches, viele arbeiten damit. Wenn du eine klare Vision hast, dann kann sich auch das Universum klarer ausrichten, wo du hin willst. Ja, so als ob du im Restaurant sitzt und du bestellst dir genau das und das Essen, als wenn du nur wartest und dir gar nicht klar ist, was du essen willst, dann weiß der Kellner ja nicht, was er dir bringen soll.
Genau, und da legst du dich fest auf deine Wünsche. Okay, sehr schön, der Beginn. Jetzt fangen wir mit den einzelnen Stapeln an. Ich beginne jetzt hier mit Stapel 1. Wenn du den Rosenquarz für dich gewählt hast, dann bist du jetzt an der Reihe. Deine erste Karte hier. Freiheit. Also bei dir geht wirklich etwas in die Erleichterung, in die Befreiung, ja? Es war ja auch beim Heilkreissystem, vielleicht hat sich das jetzt so nachgearbeitet und du kannst das jetzt spüren, ja, was jetzt leichter wird. Es geht um auch wieder dieses Gefühl durchzuatmen, sich aufzumachen und irgendwo wieder mehr Handlungsspielraum zu haben, ja. Und hier heißt es auch, ich bin erfüllt von einer unbändigen Freiheit und gebe diese Energie in alle Wesen weiter. Also irgendwas hat sich bei dir energetisch gelöst, vielleicht hast du ein paar neue Entscheidungen getroffen. Oder an dir gearbeitet oder bist in die Vergebung gegangen, dass du jetzt irgendwo von dich befreit hast oder du hast etwas geschafft, etwas abgeschlossen, etwas, was auf dir gelastet hat. Ja, was auch immer bei dir jetzt für Entscheidungen sich getroffen haben, du fühlst dich dadurch leichter und besser und kannst wieder, ja, deine Seele mehr spüren und durchatmen. Oder es kommt jetzt für dich in der nächsten Zeit, ja. Genau. Dann haben wir von Kraft der Weiblichkeit einen Impuls für dich. Hier kommt die Hypatia von Alexandria. Das ist ja diese sehr gebildete Frau, die in ihrer Zeit, wo Frauen jetzt noch nicht so gebildet waren, nicht unbedingt verstanden wurde. Vielleicht bist du auch eine Frau, die auf ihre eigene Art ungewöhnlich ist und irgendwie heraustritt. Ja, vielleicht bist du sehr belesen, studiert, interessiert an allem. Und hier bei dieser Karte gab es so eine Übung, dass man sich ganz schön zurecht macht. Für eine Woche lang ziehst du dich jeden Tag ganz schön an und gehst ganz aufrecht. Ziehst dich jeden Tag so schön an, als hättest du ein Date. Denn das tut dir auch selbst gut. So als hättest du eine Verabredung oder wärst frisch verliebt. Das schenkt dir auch eine Würde und eine Kraft, wenn du dich so kleidest und dich selbst zurecht machst, ja? Also, es kann sein, dass man dir vielleicht nicht immer so begegnet ist, so wie du es gebraucht hättest und dass du dir selbst wieder diese Anmut und Würde zurückschenkst, indem du dich einfach pflegst und dich schön machst und strahlst und aufrecht durch deinen Tag gehst. Es tut dir einfach selber gut, ja. Also das hast du ja vielleicht auch schon mal gemerkt, dass die Farbe der Kleidung und die Art, wie du dich kleidest, ein bisschen sich auf deine Psyche auch auswirkt, ja, wenn man jetzt schwarze Kleidung trägt oder so oder Jogginghose, das ist ein anderes Gefühl, als wenn man sich mal ein bisschen hübsch macht. Genau, schau mal, was du damit anfangen kannst für dich, wie sich das für dich umsetzen lässt und was du dann erlebst. Ja, vielleicht hat es auch was mit deiner Schönheit, mit deiner Weiblichkeit, mit deinem Frausein zu tun, und eine Heilung in dir, die da geschieht, dass du dich wieder ja, zeigen kannst. Dann haben wir hier eine Liebeskarte bei dir. Und da kommt das Thema Trennung. Also ich kriege jetzt hier intuitiv, dass ein alter Schmerz, ein alter Verlust, irgendein, ja, ein Verlust, den du mal erlebt hast, wie dir dein Glanz geraubt hat. Das sozusagen, es kann jetzt ein Familienthema sein, das muss jetzt nicht unbedingt ein Liebesthema sein, es kann jemand sein, der dir sehr nah war, das ist so wie so eine Trauer, spüre ich. Vielleicht ist jetzt nicht bei allen so genau das Gleiche. Jeder hat ein bisschen vielleicht was anderes. Vielleicht ist es bei manchen auch wirklich so ein Liebeskummer noch, so eine Liebesbeziehung, die vor einiger Zeit war, warum du dich einfach nicht schön fühlst in dir. Warum du dich selbst nicht annehmen kannst und das Leben nicht so richtig genießen konntest. Und dieses Thema von wo die Trauer herrührt in dir, was das ausgelöst hat, da geht jetzt ein Stück weit was in Heilung. Ja, du wirst das wissen, was das bei dir hier ist. Das ist ja kein individuelles Reading. Ich spüre hier so rein und ich spüre, hier gibt es mehrere Nuancen gerade. Also ein alter Schmerz, den du noch im Herzen getragen hast. Und das ist auch das, wo diese wunderbare Fließkraft hier reinkommt, dass die Vergebungsenergie kommt, dass ihr wieder sozusagen euch verbunden fühlt einfach und ja, dass das Gefühl der Trennung aufgehoben wird. So eine Traurigkeit, so eine Einsamkeit, die in dir war. Ja, die hebt sich auf und eine neue Leichtigkeit kann in dir wieder Einzug halten. Ganz, ganz schön.
Freut mich, also fühlt sich auch wirklich nach so einem Durchatmen wieder an. Also da geht es irgendwo ein großes Stück voran und du hast ja hier auch den Rosenquarz, steht ja auch für Herzheilung, ne? So, dann schauen wir mal bei dem Gegenüber rein. Da ist die erste Karte. Thema neue Liebe. Also auch dein Gegenüber scheint von neuer Liebe beflügelt zu sein, er oder sie. Ich sage jetzt immer dein Gegenüber. Neue Liebe fließt da rein, vielleicht auch mit der Kraft des Frühlings, ja, mit dem mehr Licht oder mit auch neuen Entscheidungen und einer Vergebung. Also da fließt auch wieder was. Und das tut euch beiden gut und diese Liebe tut auch deinem Gegenüber gut, sich wieder lebendig zu fühlen, wieder die Liebe fließen in sich zu spüren, ja. Also heute purzeln meine Wörter auch ein bisschen durcheinander. Ich spüre das selber, aber die kommen so durch. Ja, also es spürt sich als so eine schöne Frühlingsaufbruchsenergie an. Ja, freut mich jetzt richtig für euch. Vielleicht habt ihr euch auch voneinander lang getrennt gefühlt oder jeder in sich hatte Themen, was sich dann auch wie eine Trennung angefühlt hat. Das kann auch mit euch direkt zu tun haben. Dann haben wir von der Liebe nochmal. Hier bei deinem Gegenüber heißt es nochmal in Bälde. Und hier ist auch ganz wichtig, wie bei dem Vision Board, entscheide klar, was du willst. Also keine Angst vor der Liebe, sondern wirklich dem Universum klar sagen, ich möchte das. Ich möchte da die Nähe, ich möchte da die Verbindung, dass man das sich auch traut, ja, dass man auch so ein, das passt auch zur Tagesbotschaft heute, die habe ich derzeit nur in Facebook gepostet, dass man aus diesem verzagten, verzweifelten rauskommt, sondern sich klar positiv nach vorn ausrichtet und wirklich da klar kommuniziert über die Emotionen, hört uns ja das Universum, was wir wollen, also raus aus der Angst und rein ins Vertrauen. Ja, ist hier so das Thema. Und genau, und die Karte im Bälde sagt mir auch, dass das jetzt noch ein bisschen im Prozess ist. Und es braucht auch wirklich dieses klare Ja von deinem Gegenüber. Jetzt schauen wir mal, was hier für eine Botschaft an dich kommt. Die hatten wir jetzt schon eine Weile nicht dabei. Weil ich dich liebe, will ich ein besserer Mensch werden und meine Fähigkeiten und Talente verfeinern. Ja, wunderbar, das ist ja eine richtig tolle Liebeserklärung. Also ich spüre hier auch, dass dein Gegenüber irgendwie an sich arbeitet und auch dir gut zugehört hat scheinbar und sich wirklich verbessern möchte. Ja, also irgendwie glaubt dein Gegenüber, müsste noch viel an sich arbeiten oder sie und Dinge in sich verbessern. Vielleicht habt ihr da viel geredet und kommuniziert und einfach da auch ein bisschen Geduld haben. Ja, da arbeitet sich auch was auf, damit die Vergebung kommen kann von der Vergangenheit. Ja, jeder hat ja von euch beiden viel erlebt und jeder geht unterschiedlich schnell oder langsam in die Prozesse rein und dein Gegenüber ist da ganz gewillt zu tun und sich Mühe zu geben, was ja eine sehr, sehr schöne Ausrichtung ist. Ich ziehe euch jetzt noch hier so eine Karte drauf mit diesen Power-Fragen für euch beide. Schauen wir mal, was da kommt. Und solltest du dich hier auch zu dem Reading hingezogen fühlen, wenn du jetzt gar keinen Partner hast, aber du hast das Gefühl, du schaust hier rein, dann kann das auch sehr gut möglich sein, dass du hier einfach richtig bist. Also einfach immer dem Gefühl vertrauen. Dann kriegst du hier deine Infos, weil manche nehmen ja den unteren Stapel auch als Unterbewusstsein her. Das heißt, auch wenn du hier gar kein Gegenüber hast, kann das und dieser untere Stapel dein Unterbewusstsein spiegeln. Jetzt nehmen wir mal deine Karte oder die für euch beides. Ja, schön. Warum stehe ich entspannt und gelassen zu dem, was ich liebe? Du allein entscheidest, woran du Freude hast. Stehe zu dem, was du liebst und tust. Und damit zeigst du der Welt, das bin ich. Wie schön. Also auch, ja, wer bin ich und was möchte ich eigentlich? Und da sich ganz wohlfühlen damit und das zeigen. Ja, klar zu dem stehen, wer man ist. Es braucht so einen Selbstwert, so ein Selbstbewusstsein. Und ja, und auch so eine gesunde Abgrenzung, sich nicht sagen zu lassen, du sollst so oder so sein, sondern einfach, wenn du so bist, dann bist du so. Wenn dir du diese und jene Bedürfnisse hast und dir diese und jene Dinge Freude machen und
sonst bei dir die Lebensenergie nicht richtig fließt, dann ist das bei dir so und bei deinem Gegenüber auch. Und da darf jeder noch mehr zu sich selber stehen. Und dazu braucht es auch Vergebung und Leichtigkeit und Annehmen. Also auch ein Stück weit mehr in die Selbstakzeptanz und Selbstliebe zu gehen und dazu zu stehen in der Beziehung, was man braucht. Ja, dann wünsche ich euch, dass ihr euch austauschen könnt und dass das Gefühl der Trennung verloren geht, sollte das mit in euch, in eurer Beziehung eine Rolle spielen. Ja, dass es einfach jetzt wieder ins Fließen kommt, wünsche ich euch. Dann freue ich mich auch auf euer Feedback, wenn du kommentieren magst und wünsche dir eine schöne Woche. Kommen wir jetzt zum mittleren Stapel. Wenn du den Malachit gewählt hast, dann bist du jetzt dran. Mal zu deiner ersten Karte. Schauen wir mal, was du für eine Blume des Lebens bekommst. Du bekommst die Blume der Nähe. Das ist ja schön. Also in dir kann auch wieder sowas wie Intimität und Nähe entstehen. Das hat auch mit Vertrauen zu tun, dass du die Nähe möchtest und zulassen kannst. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Botschaft und das braucht natürlich auch Leichtigkeit, um Nähe zuzulassen, um ja genießen zu können die Nähe. Ja, braucht es auch Vertrauen. Und hier heißt es: Ich genieße das Geschenk der Nähe und lasse sie auch anderen zufließen. Es kann auch wirklich über ein Gespräch sein, über ein intensives Zuhören und Anschauen, ja, dass du wirklich merkst, dass du andere Menschen an deinem Leben ganz nahe daran teilhaben lässt oder du auch anderen Menschen nahe kommen kannst, wenn die das möchten. Dass so eine Momente jetzt wieder kommen, ist etwas, ja, ich kriege das wie so ein Aufblühen auch für dich. Hier sind ja auch die Blümchen drauf. Das tut dir einfach gut, wieder so Momente der Nähe zu haben. Es kann auch sein, dass du dir selbst innerlich wieder nahe kommst und deine inneren Anteile wieder mehr spürst und wahrnimmst. Ja, auch das ist möglich. Nähe und Intimität wollen wieder freier fließen in dir. Vielleicht war es im Winter so ein bisschen eingefrostelt und blockiert oder es sind Dinge passiert. Es gab vielleicht Streit oder irgendwo, ja, konnte es nicht fließen, weil auch die Karte Vergebung hier liegt, dass das jetzt wieder ins Fließen kommen darf, ja, damit die natürliche Nähe, die du eigentlich genießt oder gerne gibst oder empfängst, wieder sich einstellen kann. Ja, braucht es natürlich auch, dass du dich in Harmonie fühlst und verbunden fühlst. Und ja, sollte ein Disput gewesen sein, dass der natürlich dann, dass man darüber redet und sich verzeiht. Genau, und schauen wir mal deine nächste Karte an. Von Kraft der Weiblichkeit. Du hast hier die Aurora mit dem strahlenden roten Kleid und mit der Schlange hier unten. Und die Aurora, die ist ja, wie man schon hört, eine unglaublich strahlende Person. Wie eine strahlende Aura. Ich lese sie euch ein bisschen vor. Meistens gibt es auch ganz gute Übungsanleitungen hier in dem Buch. Und zwar: Ich bin Aurora, mein Name bedeutet lebendiges Seelenlicht. Ich bin Hohepriesterin in Lemurien. Mein Tempel ist die Natur, sind die alten Wälder mit den hohen Bäumen, dieser ganz eigenen reinen Luft und dem Spiel des Lichtes, das durch das Blätterdach fällt. Ich wirke in jenen Kathedralen, die von der göttlichen Quelle allen Seins erschaffen wurden. Die Berge und Täler, die Wälder und Höhlen, ja, und auch die wundervollen Strände. In diesen Kathedralen bist du deiner Seele ganz nah. Wenn du bei Sonnenaufgang allein an einem weißen Sandstrand stehst, wenn der warme Wind durch dein Haar streicht und du dein Herz öffnest, dann spürst du die Kraft deiner Seele. Dann spürst du, dass du mit allem eins bist und deine Seele schwingt mit der aufgehenden Sonne, dem Wind und den Wellen des Meeres zu deinen Füßen. Deine Kraft liegt in der Einheit. Deine Kraft ist die Liebe. Du bist ein göttliches Wesen und deine Seele weiß um eine göttliche Ordnung in dir, eine Vollkommenheit, die wie ein bezauberndes Lied in dir schwingt. Du kennst mich aus Lemurien, dort habe ich dir alles über die Kraft von Klängen und Tönen beigebracht. Alles ist Ton, alles ist Schwingung, alles ist Musik.
Deine Seelenfamilie ist wie ein betörendes Lied voller Schönheit, und du bist ein Ton davon, ein Klang. Doch das vollkommene Lied schwingt auch dann noch in dir, wenn du deine Seelenfamilie verlässt, um zu inkarnieren. Durch das Lied seid ihr immer verbunden. Auch dein Klang bleibt als Schwingungsfeld im Feld deiner großen Seelenfamilie, so wie eine Erinnerung. Dieser Klang ist am Ende auch der Weg, der dich nach Hause bringt, damit du wie einst wieder Teil des Liedes werden kannst. Alle Erfahrungen, die du von deinen Reisen durch unzählige Leben mitbringst, sind wie ein weiteres Instrument, das das Lied voller und kräftiger werden lässt. Deine Erfahrungen sind nicht nur für dich, sie sind für die Seelen deiner Familie. Sie bringen allen Wachstum, wobei dieses Wort für das, was es bedeutet, nicht das Richtige ist, aber es gibt kein anderes in der menschlichen Sprache. In Lemurien haben wir Töne in Kristalle eingebettet. Es waren Kristalle des Wissens, Wissen um Heilung, Wissen um das Leben, Wissen um Vervielfältigung, Wissen um Teilung und vieles mehr. Wir hatten riesige Hallen voller Kristalle. Sie hatten die Form von rechteckigen Scheiben und waren in gigantischen Bibliotheken für jeden zugänglich. Damals hatten wir noch keine solch grobstofflichen Körper, und so waren die Töne etwas, was uns vollkommen durchdringen konnte. Doch sind es am Ende die Töne, die ein grobstoffliches Sein wieder in ein feinstofflicheres Sein verwandeln können. Dies nenne ich Hoffnung. Dies lässt mich lächeln. Finde den Ton deiner Seele. Es ist ganz spannend. Das hat hier mit deiner Schwingung, mit deiner Frequenz zu tun. Und intuitiv würde ich jetzt hier sagen, dass du einfach auch wieder mehr singen sollst, dass dir dieses Vibrieren deiner eigenen Stimme, deines eigenen Klanges gut tut. Du kannst natürlich dazu auch gern tanzen. Also Klang ist für dich sehr wichtig. Ja? Spür mal rein, ob du dich da auch in Lemurien wahrnimmst, ob du das spüren kannst, dass du da eine Inkarnation hast. Und vielleicht möchtest du auch wieder mit Kristallen arbeiten. Auf jeden Fall, das mit dem Klang ist sehr wichtig. Und die Übungsanleitung, die hier ist, gerade wenn die Sonne jetzt noch nicht so richtig da ist jeden Tag, kannst du dir auf den Arm, auf deinen Körper schreiben, 126,22 Hertz. Das ist nämlich die Frequenz der Sonne. Und dieser Ton tut dir sehr, sehr gut. Der bringt das Licht in dir zum Leuchten und der geht auch durch Blockaden hindurch. Der hilft dir, deine eigene Dunkelheit zu durchdringen. Ja? Er bringt dich in Wachstum hinein, dieser Ton. 126,22 Hertz. Einfach auf deinen Körper schreiben, mit dem Kugelschreiber. Und das mal ein paar Tage machen, es knipst dir deine innere Sonne an, damit du in dieses Leuchten, in dieses Strahlen reinkommst, ja. Wenn dir die Sonne noch ein bisschen fehlt. Und sing immer öfter, wenn du dich da wirklich siehst als so eine Heilerin oder Priesterin, dann ist der Klang für dich unglaublich wichtig und du befreist dich durch Singen. Und du hast auch gehört, da kommt auch die Hoffnung wieder und das Licht kehrt zurück. Wenn du das jetzt auch wirklich so brauchst und es, schau mal, beide sind auch so rot und so liebevoll gestaltet. Wir schauen jetzt gleich mal die nächste Karte an und dann schauen wir mal, was in der Liebeskarte kommt bei dir. Und zwar, lass Kontrollthemen los, ist das Thema in der Mitte bei dir hier. Lass die Kontrolle los, ja. Du darfst noch mehr ins Vertrauen gehen. Vielleicht merkst du das nicht, dass wenn in dir das die Angstenergie so ein bisschen groß wird, dass du dann Dinge lenken möchtest unbewusst, ja. Das ist sicherlich sehr menschlich, aber dieses unbewusste Kontrollieren oder lenken wollen oder auch durch sehr viel an eine bestimmte Person denken oder wie man es gerne hätte, wenn man es so viel im Kopf ist und so viel denkt, das blockiert eher das Ergebnis. Also zu viel Denken führt dich nicht näher an dein Ergebnis. Du darfst dich wieder mehr öffnen und dein inneres Licht entfachen und die Freude wieder mehr einladen und das Vertrauen. Auch das Vertrauen, dass alles so, wie es gerade ist, gut ist. Auch wenn du gerade nichts daran änderst. Und wenn wir nicht verstehen, warum das gut ist, dass es trotzdem genauso ist,
Es hat was mit einem Ja zu dem Moment zu tun, mit einem Ja zu dem, was gerade ist. Und das, was gerade ist, ist das Göttliche. Und dass du Ja sagst zu der Situation, auch wenn wir innerlich spüren, ich verstehe es nicht oder ich will es gern anders. Einfach Ja sagen und ein bisschen noch in so eine Dankbarkeit reingehen. Vielleicht merkst du auch, wenn du das jetzt hörst, dass du da Widerstände kriegst, weil du sagst, das ist nicht gut oder das möchtest du gern anders haben. Das ist so eine übergeordnete, spirituellere Sicht, die Dinge in Dankbarkeit anzunehmen und nicht mit der Realität zu streiten. Ja, das spüre ich hier so. Da darfst du nochmal mehr in Vergebung gehen. Und vielleicht magst du dir auch ein Vision Board machen, was du dir wünschst, dass alles wieder Neues entstehen darf in dir. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Und jetzt schauen wir mal bei deinem Gegenüber rein, was sich da zeigen mag. Bei der ersten Karte kommt: Tu etwas für jemand anderen, also hilfsbereit sein, Aufmerksamkeit schenken, zugewandt sein. Das ist okay, die geistige Welt. Also dein Gegenüber ist vielleicht auch sehr viel beschäftigt mit den eigenen Themen, den eigenen Dingen und darf auch ein bisschen über den Tellerrand schauen, zu dir hinschauen, kleine nette Gesten schicken. Öfter mal sich mitteilen. Das Herzchen auch öffnen. Es ist vielleicht von daher ein bisschen eine schwierige Situation, weil das vielleicht bei deinem Gegenüber auch nicht so leicht fließt, ja, was dann dich an deine Kontrollthemen hinbringt. Dann haben wir von der Liebe her bei deinem Gegenüber das Thema Selbstliebe und auch Selbstwert hier ist noch im Fokus. Also dein Gegenüber scheint sich arg anzustrengen, habe ich das Gefühl. Da ist ganz viel an Aufgewühltsein, an Anstrengung und an, ich weiß nicht, ob ich geliebt werde. Und da könnte ich mir vorstellen, dass nach außen hin das Herzchen sich als zugedeckelt zeigt und dass da mehr im Kopf gegangen wird, was für dich dann wahrscheinlich eher wieder schwierig ist. Da darf auch noch ganz viel Heilung passieren. Ja, zu der Zeit, wo es passieren darf, kann die Heilung hier passieren. Und wir haben ja alle nun mal, das ist immer das Herausfordernde, ein unterschiedliches Tempo bei der Heilung, wie schnell wir da vorangehen. Ja, das ist immer so leider. Hab da einfach Vertrauen, dass wenn es jetzt so ist, dass es gerade das Beste ist, was dein Gegenüber dir geben kann. Ja. Und jetzt an dich, an deine Seele von deinem Gegenüber gerichtet, weil ich dich liebe, erlaube ich mir und dir eine eigene Meinung zu haben. Unsere Meinungen dürfen übereinstimmen, aber sie müssen es nicht. Ja? Also jeder geht ein bisschen seinen eigenen Entwicklungsweg und das ist auch okay. Ja? Vielleicht wünscht man sich immer, und das ist auch das Thema mit dem Kontrollieren, dass es genau so und so und so ist. Aber jeder hat seine eigene Art zu sein, zu leben, zu atmen, zu gehen, zu denken, zu fühlen. Und die Liebe kann ja trotzdem da sein. Du siehst es ja hier an diesen beiden Schmetterlingen. Jeder hat seine Flugbahn und trotzdem fliegt man zusammen, ja. Und es scheint irgendwie deinem Gegenüber wichtig zu sein. Dass man so diese eigene Freiheit auch spürt. Und dann ist es auch wahrscheinlich leichter, wenn dein Gegenüber sich leicht fühlen kann. Und versuch einfach, du noch mehr in das Vertrauen zu gehen, dass die Dinge sich so oder so entwickeln dürfen und jeder sein Bestes gibt. Ich ziehe euch jetzt auch noch eine Powerfrage hier oben drauf. Und die kann hier mit euch beiden arbeiten. Ich bin auch gespannt, was jetzt hier gleich kommt. So. Schaut sie schon raus. Und zwar: Warum fühle ich mich in meinem Körper so wohl? Kommt hier. In dir selbst ganz und gar zu Hause zu sein, schenkt dir ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Liebe dich selbst
und das Leben wird zum Paradies. Wow. Spannend, ja, wie das hier wieder passt. Hier ist auch bei euch der Malachit, der größte Heilstein hier, den es gibt. Er ist auch wirklich für körperliche Sachen gut. Kann man direkt am Körper tragen. Warum fühle ich mich in meinem Körper so wohl? Also es geht auch tatsächlich darum, ja, wie du dich magst, mit deinem Menschsein, mit deiner Inkarnation, mit deiner Erscheinung. Wie liebst du dich? Wie liebevoll kannst du zu dir sein? Oder dein Gegenüber? Vielleicht habt ihr beide so ein Thema mit dem Körper, mit der Heilung, mit körperlichen Themen. Und Nähe zulassen können und sich selber mögen und Selbstwert fühlen, das hat alles miteinander zu tun. Und ja, und Nähe kann wie durch Zauber entstehen, wenn es einfach entstehen darf, wenn da Raum für ist, wenn, ja, wenn man die Energien auch wachsen lässt und nicht steuern lässt, also nicht steuert, sondern sie einfach selbst fließen dürfen, frei. Genau. Ja, ich drücke euch da die Daumen, wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Freue mich auch von euch zu hören, wenn ihr kommentieren mögt. Und dann schaue ich jetzt mal zum dritten Stapel. Wenn du den Amethyst hier gewählt hast, dann bist du jetzt an der Reihe. Deine erste Karte, schauen wir mal, welche Blume des Lebens du hast. Du hast die Blume der Schönheit. Ah, das ist spannend. Ich habe hier echt das Gefühl, dass sich das hier alle drei Stapel so ein bisschen dieses Thema haben. Ja, mit dem Körper. Finde ich jetzt ganz spannend. Spiegelt sich in allen drei Stapeln wieder. Die Schönheit. Du siehst hier diese schöne Rose. Das bist natürlich du. Und hier heißt es, wenn ich meine Schönheit zelebriere, ehre ich meinen Schöpfer. Ich erkenne in jeglicher Form die vollkommene Schönheit der universellen Quelle. Ja, also du bist wunderschön mit allem, was an dir dran ist, ob da ein Zeh länger ist oder krumm ist oder was auch immer das ist, alles perfekt, so wie es ist. Du bist schön. Du darfst dich schön fühlen. Du darfst deine Körperlichkeit genießen und ich weiß auch, dass viele Menschen hier spirituell betrachtet auch mit der Verkörperlichung, mit der Inkarnierung, Inkarnation, mit dem Körpersein, dass es ein Thema einfach ist. Ja, wie ist man mit seinem Körper? Wie kümmert man sich um seinen Körper? Oder tut man den Körper nur, sag mal, nach außen hin polieren und innerlich aber keinen Bezug zu sich haben? Was ist denn das, die Schönheit? Ist es was, was man außen aufträgt? Oder ist es was, was von innen kommt? Ja, also es geht auch um so eine tiefe Liebe und so ein wirklich Zufriedensein und so dieses Geschenk, ich habe diesen Körper hier und mit dem Körper kann ich viele Dinge machen, auch dem Körper mit Respekt und Dankbarkeit und einer schönen, wohlmeinenden Fürsorge zu begegnen, ja. Dein Körper ist dein Freund, dein Gefährt hier auf der Erde und du darfst mit deinem Körper ganz viele schöne Dinge erleben, ja. Und ich weiß auch, dass wir durch die Medien und durch Filme und sonst was ganz schön unter Druck gesetzt werden, wie Frau oder Mann auszusehen hat, zu sein hat. Aber Schönheit kommt von innen. Also es geht um dieses sich leicht und schön fühlen in so einem, ohne Druck von außen, wie soll man sein, ja? Sondern dich einfach selbst annehmen und mögen. Und in dir dich schön fühlen, ja? Und jeder ist individuell und keiner muss so aussehen wie jemand anders. Also du bist schön, wie du bist. Und das darf jetzt auch wieder in dir strahlen und pulsieren und nach außen schwingen. Jetzt haben wir hier noch Kraft der Weiblichkeit. Meistens sind ja hier oben auch die Frauen. Mal schauen mal. Ach, das passt total gut. Das hatten wir neulich beim Heilkreis auch mit als Thema. Die Magnolie, ja, die öffnet auch nochmal ein Stück weit dein Herz. Und sie duftet ganz wunderbar auch. Man kann dieses Öl von der Magnolie kaufen. Ich habe gemerkt, es ist gar nicht so einfach zu bekommen, aber in so Läden, wo man auch Parfüm herstellen kann, wo man so bestimmte Duftessenzen und so bekommt, da bekommt man Magnolienöl in einem ganz kleinen 2 Milliliter Röhrchen und kann sich mit sehr wenigen Tropfen auf irgendeinem neutralen Öl, Jojobaöl oder irgendwas, ein ganz schönes, wohlduftendes, sinnliches Öl herstellen.
Wenn dich das anspricht, dann kannst du ja mal schauen. Also es riecht wirklich betörend. Es ist auch für Sinnlichkeit. Es passt sehr gut zusammen. Also dieses sich schön finden und du könntest dich damit einölen, massieren oder einen Tropfen in die Badewanne geben oder in die Duftlampe machen. Es riecht ganz, ganz toll. Wenn das jetzt auf dem Video sich übertragen lassen würde, dann würde ich glatt mein Magnolienöl euch jetzt hier vorführen und in die Kamera fächeln, dann könntest du es riechen. Aber das geht noch nicht. Es kommt vielleicht noch. Genau, die Magnolie für deine Schönheit auch, ja, und deine Weiblichkeit, auch wenn du ein Mann bist, ja, dass du auch dein Herzchen öffnen kannst. Das ist auch noch hier so eine Botschaft, dass die Sinnlichkeit wieder fließt. Ganz schön. Und dann haben wir für die Liebe bei dir noch direkt das Thema Verlobung. Das ist doch schön. Also Verlobung, das ist für mich jetzt hier auch, also vielleicht verloben sich ja einige tatsächlich, aber ich sehe es jetzt hier eher energetisch als so einen weiteren Schritt von auch, ja, sich die Hand wiedergeben, die Vergebung hat gewirkt in dir, hast du vielleicht Themen geheilt, vielleicht ist dir früher mal irgendwann so Glaubenssätze, die sich gebildet haben, warum deine Schönheit ein bisschen getrübt war oder sich so angefühlt hat, dass du da eine Vergebung hattest, dass du da wieder dich annehmen kannst irgendwo. Und die Verlobung heißt für mich auch, dass du so eine gute Verbindung jetzt zu dir selbst hast, einen guten Draht zu dir und dadurch natürlich auch wieder ganz anders in Beziehung gehst. Eine neue Leichtigkeit ist da wieder. Sehr schön, vielleicht rücken auch einige jetzt hier im Frühling so ganz nah zusammen mit dem Partner, ja? Dass man so ein bisschen ernsthafte Pläne macht, wie wichtig ist uns das hier? Spielen wir nur so rum und haben Spaß oder wollen wir tatsächlich eine schöne Beziehung bauen hier und können uns tiefer einlassen? Das kann ja hier bei einigen tatsächlich auch der Fall sein, ja? Das freut mich auf jeden Fall sehr und ihr habt auf jeden Fall in euch so eine Versöhnung wieder mit eurem Körper. Vielleicht auch, ja, im Winter, da macht man nicht so viel, dass du jetzt wieder mehr Ideen hast, dich zu bewegen, rauszugehen, ja, wieder ein bisschen so mit Sport anfangen oder so und einfach sagen, ja, ich mache wieder was mit meinem Körper und ich habe den jetzt wieder lieb und ja, tu was für meine innere Strahlkraft. Genau. Und schaue ich jetzt bei deinem Gegenüber, bei dir klingt das schon mal super. Da haben wir, du bist grenzenlos, die Botschaft bei deinem Gegenüber. Die Engel laden dich ein, diese Wahrheit zu erkennen, ja, dass die Grenzen sich jetzt alle auflösen dürfen, alle aufgehoben werden. Ja, es gibt keine Begrenzung, ja. Vielleicht sind manchmal noch so Werte im Kopf, wie soll Mann sein, wie soll Frau sein. Und das ist aber manchmal eher behindernd. Und da darf man sich auch noch mal ein bisschen von Grenzen befreien, ja. Und auch dieses Glaub an dich. Du bist viel mehr, als du denkst. Öffne deinen Geist. Auch diese Botschaft ist so dabei, ja. Und auch schon so eine Heilung, weil wenn du erkennst, dass du nicht das und das bist, was man dir bisher gesagt hat, sondern dass du noch viel mehr bist, weil die Grenzen sich aufheben. Das ist auch ja, als wenn du mit deiner Seele noch mehr verschmilzt. Bei deinem Gegenüber ist auch eine sehr spirituelle Karte, ja, ganz toll. Dann haben wir hier bei der Liebe. Bleib aufgeschlossen, dein Seelengefährte unterscheidet sich vielleicht von deinem normalen Typ oder deinen Erwartungen. Ja, ich habe schon am Anfang das Gefühl gehabt, vielleicht gibt es so ein paar Glaubenssätze, wie soll Mann oder Frau sein, wie soll Beziehung sein, mit wem kann man zusammen sein, mit wem nicht. Vielleicht so ein paar Ahnengeschichten oder gesellschaftliche Geschichten, die damit reinspielen. Auf jeden Fall würde ich sagen, hier offen bleiben, aufgeschlossen bleiben dir gegenüber und auch ein bisschen die eigenen Denksätze hinterfragen, ja, also an was man so fest glaubt. Es ist viel mehr möglich und wir sind schon ziemlich durch Gesellschaft so in so eine Strukturen reingepresst und wir sind alle Seelen, wir sind alle spirituelle Wesen, wir sind alle noch viel, viel mehr, jeder. Und da sich einfach noch mehr zu öffnen, sich auf die Suche zu machen, zu neuen, ja, Erweiterungen hin. Dann haben wir noch eine Botschaft an dich gerichtet, von der Seele an dich, ja, weil ich dich liebe.
will ich es dir leicht machen, mich zu sehen, indem ich dir mit offenem Herzen und ohne Visier begegne. Na, das, wenn das nicht passt hier, das passt gerade richtig gut, finde ich. Also ein bisschen die eigenen Meinungen mal hinten lassen und offen bleiben. Das soll das Geschenk an dich sein, ja. Und nicht die Maske aufsetzen und irgendwas spielen und den Unbeteiligten tun und ach ja, es ist ja nicht so wichtig, sondern wirklich die Intimität und die Nähe zuzulassen und die Gefühle fließen zu lassen. Das ist das Neue. Ich wünsche dir sehr, dass sich das nach außen hin so zeigen mag. Auf jeden Fall, die Seele wünscht es sich. Ich ziehe euch jetzt noch hier eine Powerfrage oben drauf. Ihr seht es schon, bei den anderen liegen die auch. Habt ihr auch noch eine Powerfrage? So. Ich mische und mische. So, gleich haben wir es. Ja, hier guckt sie ganz groß raus. Okay. Und zwar, das ist ja auch eine schöne Botschaft. Warum bin ich so erfolgreich? Schau mal hier, Haus am See oder Pavillon oder was das ist. Das sieht ja so toll aus hier. Und hier heißt es: Erfolg erfolgt, wenn du deinem Herzen folgst. Das ist ja auch ein toller Satz. Vertraue dir. Du kannst alles erreichen, was du dir erträumst. Ja. Erfolg erfolgt, wenn du deinem Herzen folgst. Toll. Ihr könnt alles erreichen. Also mach dir deine Visionen, dein Vision Board und setz deine Träume drauf. Und bei deinem Gegenüber das Herzchen öffnen, ja, das wäre schön. Denn dann könnt ihr beide alles zusammen erreichen. Genau, ihr Lieben, dann sind wir mit diesem Reading ja schon wieder durch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und fand die Energien sehr schön. Ja, so neue Frühlingsenergie ist hier schon drin, spüre ich. Und ja. Möge sich alles positiv entfalten für euch. Und vielleicht will der eine oder die andere ja auch seine Liebesthemen mit auf ein Vision Board kleben. Kann man nämlich machen. Kann er sehr gut Liebesthemen draufkleben. Und natürlich beruflich ist alles, was du möchtest. Wir freuen uns auf dich, dich begrüßen zu dürfen in München. Und genau, am 15. März ist es soweit. Und vorher haben wir natürlich noch einen Frühbucher eingerichtet, der geht bis zum 3.3. Dann ist es noch ein bisschen günstiger. Du kannst mal auf meine Webseite schauen. Ihr Lieben, macht's gut. Eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Tschüss.